Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 20. So, der Tag ist gerade angebrochen. Ich habe mir mal was gekocht. Und eigentlich war der Plan ja heute zum entfernten Trader zu fahren. Ich glaube, es wäre aber schlauer, erstmal ein bisschen zu gucken, was ich für die nächste Horde brauche und was mir dazu fehlt. Also sowas wie Elektrozäune, was ich dafür brauche, ob ich das alles schon in den Kisten habe. Und natürlich habe ich hier noch einen klitzekleinen roten Balken vom letzten Mal, wo es nicht ganz so schön gelaufen ist. Und vielleicht kann ich das hier noch mal packen. Vielleicht verschwindet der dann. Ich hoffe es. So, das muss ich auch alles gar nicht mitnehmen. Viel dürfte nicht mehr hängen bleiben an Punkten. Aber 2000 immerhin. Und ich bin wieder bei meinem Liederbalken. Das heißt, auf dem Weg zu neuen Punkten. Das heißt, ich kann. Hier muss noch was rein. Ich kann das hier nochmal auspacken und eigentlich ja, hier in die, zumindest die Hälfte davon, in die Forge werfen. Und den Rest packe ich hier in die Kiste. So viel brauche ich überhaupt nicht. Ah, ich habe Steine ohne Ende. Dann packe ich ein bisschen mehr rein. Kann die irgendwie auch noch rein. Und Farbe halte ich. Und die packe ich dann noch mit rein. Dann ist die Forge erstmal beschäftigt und braucht natürlich auch noch ein bisschen mehr Holz. So, mein Elektrozaun ist weitgehend abgeräumt worden bei der letzten Horde. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Electric Fence Posts. Die kann ich auch machen mit Forged Iron und Electrical Parts. Tja, wie viel Electrical Parts habe ich denn noch? Hier habe ich Mechanical Parts. Vielleicht habe ich die auch gleich in die Elektrokramkiste gepackt. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Forged Iron. Das kann auch gar nicht sein. Ah, die sind drüben in der Hordenbasis und es sind wahrscheinlich nicht mehr so viele, weil ich die zur Reparatur mitgenommen hatte. Tja. Dann ist die Frage, dann brauche ich auf jeden Fall Electrical Parts. Was brauche ich noch? Timer Relay, Wire Relay brauche ich alles nicht. Meine Blade Tramp war kaputt. Da brauche ich mindestens eine neue. Dafür brauche ich, oh, 13 Stahl. Ich kann noch keinen Stahl machen. Und es fehlt noch sehr, sehr viel, um da was dran zu ändern. Konkret habe ich hier, ich müsste in Intellect, ich glaube, es war Advanced Engineering. Learn to craft SMG auto turrets for the best range-based defense and crucibles to forge steel in forges. Okay, 5. Ich habe jetzt gerade mal 3. Dafür bräuchte ich hier Intellect Level 8. Das sind noch 2 und dann nochmal 2. Das ist noch sehr lange hin. Also ich kann vielleicht doch in die entfernte Stadt fahren und unterwegs einfach jeden Lampenposten abmontieren und die einzeln da rausholen. Habe ich denn noch bisschen was vielleicht? Nee. Gar keinen Stahl mehr. Dann muss ich mir eine andere Konstruktion überlegen. Bis zur nächsten Horde sollte ich so viel haben für eine Blade Trap, aber das ist natürlich nicht denkbar wenig. Ich könnte Cobblestone gebrauchen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Beton. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, was mache ich mit dieser Konstruktion? Ich habe diese Treppe. Ein paar Sachen wollte ich noch ausprobieren. Da ist jetzt aber auch nicht richtig. Ich glaube, ich fahre doch. Brauche ein bisschen Urlaub. Ich packe was zu essen ein. Nochmal ganz gucken. Ich war, glaube ich, in der Stadt, in die mich der Händler schickt, war ich schon. Und zwar 2,3 Kilometer. Moment, welche Richtung? Ich glaube, die hier. Hier ist so viel markiert, dass ich gar nichts sehe. Ja, ich glaube südlich. Die ist nicht. Hier eine Stadt weiter und da war ich vermutlich schon. Genau, ich habe hier ein Dach gesichert. Das ist eine große Stadt. Dann fahre ich da doch erstmal hin und versuche hier Stahl zu besorgen, Electrical Parts zu besorgen und was ich sonst noch so brauche. So, ich nehme mal an, ich habe da schon einen Kochtopf. Weil man es nie so genau weiß, nehme ich noch einen mit und einen Grill, weil ich so viele davon habe. Und natürlich packe ich was zu trinken und was zu essen ein. Oder Kaffee wird knapp. Das ist natürlich unschön.
So, Kaffee. So, 10 Kaffee sind in Arbeit. Ich habe ein bisschen ekliges Zeug gekocht, einfach nur um was für auf die Schnelle zu haben. Ich kann noch nicht so viel kochen. Für diese ganzen Dosen fehlen mir die Rezepte. Was ein bisschen unglücklich ist. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Davon esse ich noch eins. Ich habe nicht viel Hunger. Ich habe gerade was gegessen. Und die Kaffeebohnen bleiben da. Ja, im Prinzip habe ich ja noch genug Kaffee. Man findet ja auch immer wieder, 7 sind okay. Und der Rest, das läuft noch 5 Minuten. Mache ich ein bisschen was raus. So, dann kann es weiterlaufen. Wie viel Sprit war in meinem Motorrad? Weiß ich gerade nicht. Zu verkaufen ist auch nichts. Dann nehme ich davon mal noch ein bisschen mit. Es ist ziemlich weit. Und habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen. Na, wir werden sehen. So, ich könnte natürlich auch noch kurz beim Händler vorbeigucken, was er sonst so Spannendes verkauft. Könnte ja ein Crucible dabei sein. Auch wenn das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber hey, er hat schon auf. Ich habe ein bisschen Zeit. Ist ja erst 8:54 Uhr. So, erstmal war ja dann nachher eh weiter. Mal gucken kurz. Ach. Ob ich da noch reintanken kann? Ja. So, dann hier rein. Zu dem unfreundlichen Kerl. Seed and Supply. Get lost, bum. Nach. So, lass mal sehen, was hast du? Hier gleich mal hier in dem. Oh, Pistol Pete Volume 5. Ich kaufe. Also Bücher, Geld habe ich ja eh genug. Ich kaufe auf jeden Fall Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Was gibt es hier noch? Minibike will ich keins. Gyrocopter Chassis Schematic. Ja, ich glaube, die Sachen dafür so viel, das lasse ich mir, glaube ich, noch ein bisschen durch den Kopf gehen. Ich muss ja eh Engineering und so machen. Eine coole Waffe wäre noch fein. Hat er natürlich auch nicht. Was gibt es denn hier sonst noch? So Parts könnte ich noch brauchen. Handgun-Parts, aber ich weiß nicht genau, was kommt bei raus, wenn ich eine Pistole mache. Stimmt nicht mehr als eine Vierer. Alright, now that we're done doing business, get out of my Aber store. ich schau mal, sicherheitshalber. Eine Dreier. Okay. So. Die teuren Dosen hier kaufe ich nicht. Ja, ich glaube, mehr ist nicht zu holen. You're getting on my Dann lese ich mein nerves, Buch. friend. Das war auf jeden Fall schon mal wert, hier vorbeizuschauen. Guck, was du. Oh, nee. Can of Sham. Das nehme ich mit. Und pack das hier irgendwo. Ich pack das mal hier in den Wagen, weil. Das will ich jetzt nicht mittragen. Ich habe ja dann eh das passende Gemüse dafür gar nicht dabei. So. Habe ich noch Holz in der Tasche? Habe ich. Dann auf nach Süden. Ich hoffe zumindest, ja, die Richtung stimmt. Dann erledige ich das mal. Dafür gibt es zwar nur 500 XP, aber man muss es einfach machen, um voranzukommen. Und ich kann mal Abwechslung brauchen. Hier war es nicht so schön die letzten Tage. So, ich bin eine Stadt weiter, aber noch nicht in der Stadt, die ich eigentlich muss. Jetzt überlege ich, ob ich hier kurz bei der Händlerin einen Zwischenstopp machen, guck, was sie verkauft. Vielleicht sind ja spannende Bücher dabei. Das lohnt sich doch dann. Hier ist sie. Und dann bin ich am Überlegen. Es führt keine Straße direkt nach Süden. Es führt aber eine hier in den Osten. Lass es gleich hier stehen. Und im Osten hoffe ich, dass es dann vielleicht. Oh, Mensch, erster Zombie des Tages. Hat er ja gerade festgestellt, wie viele Punkte ich noch brauche. Da kommt mir der doch gerade recht. Ach, wie viele Pfeile habe ich eigentlich mitgenommen? Ha! Auf die Munition. Die Munition ist okay, Pfeile sind auch okay. Sehr gut. War schon lange nicht mehr da.
Hier ist natürlich sicherlich einiges nachgespawnt. Kann ich mal gucken, vielleicht ist was dabei, was sich lohnt zu verkaufen. Und Electrical Parts, die ersten. Ich werde nicht alles mitnehmen, keine Sorge. Aber Forged Iron. Und ich glaube, Lamb kann ich noch nicht verkochen. Ich hatte meine leeren Gläser eingepackt versehentlich, weil ich noch Wasser holen wollte. Nee, ja. Habe ich die halt jetzt dabei, was soll's. So. Das war's weitgehend. Hier ist, glaube ich, nichts drin. Dann schaue ich mal. You're looking kind of rough. Hey, hey. You didn't get bit, did you? So, gleich mal schauen. Engine, Military Vest, 4x4 Truck Accessory Schematic. Nee, dafür gebe ich kein Geld aus. Aber, nee, das kenne ich schon. Night Stalker. Volume 5 und Volume 2 kann ich beides schon. Hm. Dann wieder Handgun Parts. Vielleicht nehme ich die doch mit. Kann ich denn diesen, diese Magnum, also die 44, die Desert Vulture heißt sie, kann ich die denn auch mal, ich müsste das Rezept finden. Und dann bräuchte ich nämlich Handgun Parts. Ich, nur für den Fall, dass ich das finden sollte, kauf die mal. So, was brauche ich noch? Bottle of Acid lieber gerade, glaube ich, nicht. Hier ist noch Ratchet Schematic. Ich habe aktuell noch keine Ratchet. Das nehme ich mal mit. Shotgun, Duckbill Mods. Nee, das brauche ich nicht. Small Pipes. Munition. Okay, es ist ein eingeschränktes Angebot, was du so da hast gerade. I hope you get feeling better. Kann ich denn irgendwas noch verkaufen? Das ist eigentlich nur kleines Geraffel. Ich nehme das doch erstmal alles mit. Zumindest bis in den Süden. Und das lese ich natürlich. Dann geht's weiter. Das ist schließlich schon Vormittag. Und die Basis, die ich da im Süden habe, die ist sicherlich nicht aufgeräumt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, zum Dach, da habe ich sogar was draufgebaut. Ja, ich könnte jetzt hier rumfahren und hoffen, dass die Straße irgendwann hier runterführt, weil hier ist eine Straße. Ja, das mache ich, glaube ich. Also im schlimmsten Fall dauert es einen Tag länger, aber ich habe dann endlich mal gesehen. Also weil hier ist alles sehr bergig, das macht keinen Spaß, da zu fahren. Das will ich sehen. So, am Ende kommt da sowieso gleich nochmal eine Stadt, das wäre ja auch nicht unspannend. Ah, ich habe vergessen, irgendwelche Fence-Posts auseinander, Laternenpfähle auseinanderzunehmen. Oh, die Richtung stimmt aber nicht. Hey, Zombies sind so rar. Da halte ich sogar an für einen. Man will ja auch so ein paar Punkte machen. Und der Airdrop ist wo? Nicht so wichtig. Ich fahre auf jeden Fall diese Richtung weiter. Ganz schön neblig. Aber ich meine, irgendwas muss hier ja kommen. Ah, da ist ein Händler. Oder sowas ähnliches. Autsch, der war natürlich schneller. Okay, ich fahr mal hier kurz rechts und guck, ob es ein Händler ist oder was es war. Nee, das ist eine... Oh, eine Militärbasis. Ja, das ist ja eher ungünstig. Gut. Dann weiter im Text. Ich suche eine Straße. Hm, zwei Autos. Da könnte man noch mal kurz reingucken. Sehr schön. Repair Kits. Und da drüben ist schon wieder ein Militärlager.
Ganz schön viele. Und dann muss ich hier noch was scrappen. So. Ah, den Hirsch lasse ich mal Hirsch sein. Nicht rödeln. So, hier könnt ihr mir für Munition... Oh, sehr gut. Sehr gut. Geht nach Süden. Noch kurz nach dem Weg fragen. Hallo. Sehr schön. Und jetzt bin ich wieder auf Kurs. Ah, Zombie verpasst. Naja. So, Electrical Parts sind öfter mal in Autos. Könnte natürlich auch eins zerlegen, aber dann habe ich gleich so richtig die Taschen voll. Eine 6er Steinaxt, ist die besser als meine? 32. Nee. Dann lasse ich die da. Ich weiß, ihr mögt alle meine Steinaxt nicht. Ich will sie aber behalten, aber zwei davon brauche ich nicht. Habe ich hier einen Airdrop aus dem Augenwinkel gesehen? Schien mir gerade so. Nee, habe ich mir, glaube ich, nur eingebildet. Hab ich mir nur eingebildet. Dann weiter. So, du noch? Dann muss ich aber auch weiter. Habe ich Honig dabei? Na, so. Könnte mein Glück ja noch mal kurz versuchen. Leider nein. So kommt man ja nicht voran. Oh, die ist so langsam, die Stahlaxt. Deswegen mag ich die auch nicht so gern. Hier ist noch mal ein großes Blockhaus. Aber ich will mehr. Ich will die große Stadt. Guten Tag. Entschuldigung. Geht's gut? So, 500 Meter. Das ist jetzt nicht mehr weit. Ach, jetzt fahre ich mal durch. Das dauert ja sonst ewig. Da sind noch mehrere. Und gleich haben wir eh eine Menge Zombies, nehme ich mal an. So. Nette, ruhige Gegend mit einer großen Straße. Das war jetzt, glaube ich, besser als durch die Berge zu fahren. Da ist das mit dem Motorrad echt ziemlich anstrengend. Und jetzt habe ich den Teil endlich aufgedeckt. Okay, Moment. Links und rechts. Einmal hier herum. So, ich nehme mal an, hier ist es. Sehr gut. Ich bin jetzt hier. Es war gar nicht so viel Weg. Ich bin tatsächlich relativ direkt gefahren. Gehe ich kurz Hallo sagen? Hallo? Hier kann man jetzt natürlich auch nochmal looten, aber ich habe schon ziemlich viel Kram in der Tasche. Das scrap ich mal für später. Zombies sind auch schon da. Noch mehr Repair-Kits. Fantastisch. Ich glaube, ich will keine Baumwolle mitnehmen gerade. Wobei, ich habe Stoff in der Tasche. Dann könnte ich das dazu verarbeiten. So ist gut. Passt. Ist nix. Okay, da ist doch schon ein Schematic, das ich verkaufen kann. Jetzt muss ich, glaube ich, auch erst gleich mal... Oh. Das nehme ich mit. Ich loote noch schnell fertig, sonst muss ich zwei oder dreimal mit ihm reden und er ist so unfreundlich. Ach. Wenn ich hier Saatgut finde, könnte ich es auf dem Dach anpflanzen. Ich glaube, ich habe eine kleine Farm angelegt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, das passt. Das ist neu. Okay, ich muss ja nicht alles einsammeln.
Hey. Agree, your first job was for free. So, select. Jetzt lass mal kurz sehen. Ich habe, wo ist denn das? Irgendwas war das hier zu verkaufen. Und was hast du so? Wood Splitter Mod Schematic, Compound Bow Schematic. Yep. Das ist doch mal gut. Und dann glaube ich, brauche ich natürlich auch Bow Parts. Davon gehe ich zumindest aus. Und ach, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Dann werf ich mal. Ach so, das kann ich. Ich muss mal kurz hier das eine Ding. Moment. Also die Suppe, die esse ich mal kurz. Dann kann ich das scrappen. Den Sand lasse ich da. Das bisschen Blei lasse ich da. Das kann ich lesen. Dann kann ich auch gleich mal gucken, was brauche ich denn für so ein Compound Bow? Oh, ein Vierer. Leder, Duct Tape, Spring. Gut. Und jetzt will ich aber nochmal sehen. Sniper Volume 2. Legshots cripple all but the strongest enemies and have a chance to dismember. Das kaufe ich doch mal. Woodsplitter Mod brauche ich glaube ich nicht. Glaub Woodsplitter? Nee, habe ich eigentlich. Doch, habe ich schon. Gut, was gibt's sonst noch? Spring kann ich mir irgendwo besorgen. Das muss ich nicht hier kaufen. Electrical Parts auch. Erbsen. Auch später. Bücher kenne ich schon. Okay, das reicht erstmal. Hast du den Job für mich? Den mache ich zwar erst morgen, aber... Level 4. Na gut. Look, Blockhead. Apartments 01. Ja, mal gucken. Mal schauen, was gibt's hier? Da war ich schon. Oh, es ist schon... Ach nee, es ist nur... Es sieht nur dunkel aus. Es ist noch gar nicht so dunkel. 15 Uhr. Alles bestens. Jetzt muss ich erstmal nach meiner Basis gucken. Nee, nicht die Fetch Clear, sondern erstmal hier. Es gibt keine direkte Straße rein. Also fahre ich hier erstmal links. Und dann irgendwie rechts, glaube ich. Irgendwie so. Ah, nee, ich hätte, glaube ich, erst in die Stadt reingemusst. Naja, dann fahre ich hier kurz. Und nehme dann die Straße und hoffe, dass die irgendwie... Keine Ahnung. Ey, wo geht's lang? So, ich guck noch mal. Ah! Die nächste große rechts rein. Und nicht versehentlich bis zur Quest fahren. Ist das schon die nächste große? Ne, noch eine weiter. So, hier glaube ich. Ach genau, dann gab es hier dieses wunderhübsche, diese Straßenüberführung, die ich sehr cool fand, auf der ein Hund steht. Und hier links war, glaube ich, genau, die Tankstelle, das war mein. Oh, da kommt schon die erste. Hier habe ich ja noch gar keine Leiter hingemacht. Da kommt noch so ein langsamer. Da ist auch noch einer. Ja, das war's schon. Okay, ich gehe erstmal hoch. Und sehe mal zu, dass ich den Kram hier lasse. Ah, Moment. Ach, Zombies. Fällt mir ein. Moment.
Ugh, was für eine ungünstige Position, um mit einem Feral sich anzulegen. So. Na, jetzt kommen natürlich gleich alle. So, erstmal hier oben klar Schiff machen. Sind hier noch welche? Hier, meine wunderschönen Sachen, die angebaut sind. Hier drin ist, glaube ich, hier oben ist nichts mehr. Alles gut. Es klingt schlimm, aber es ist, glaube ich, alles unten. So, und man konnte doch so wunderschön... das von hier oben machen. Vielleicht sogar mit dem Pfeil. Ey, mach die Basis nicht kaputt. Hm. Wenn sie nur nicht immer so schnell hin und her rennen würden. So, der nervt auch. So. Irgendwo hämmert noch jemand auf irgendwas drauf und macht was kaputt, aber ich weiß nicht, was es ist. So, erstmal gucken. Ah, hier. Meistens kommen sie dann. Nach? Lass mich doch nur schnell die Taschen ausräumen, Mann. Ja, mach den kaputt. So, sehr schön. Das war's, glaube ich, fürs Erste. Ich habe ziemlich viel Kram hier, sehe ich gerade. Ich habe noch was zu essen, das ist super. Kann vielleicht auch ein bisschen Kram kochen sogar, so wie es aussieht. Das muss ich noch lesen. Rippling Shot. Und was ist noch? Essen. Die zwei Sachen. Vielleicht sollte ich noch Wasser holen, das wäre auch gut. Damit könnte ich Tee machen. Und der... Ah, irgendwo ist noch ein Crawler, aber ich muss erst noch Sachen in die Kiste werfen. So, hier. Electrical Parts habe ich hier ganz viele. Lass meinen Sprit da. Ja, der habe ich denn hier noch eine... Weiß noch nicht, was ich... Ob ich noch eine... Habe ich noch eine Kiste? Da ist noch eine Kiste. Ah, hier sind die, was wie Erde. Forged Iron, sogar ein bisschen Stahl. Hier, die Teile, fantastisch. Und nochmal einmal Crossbow, Bow Parts. So, was noch? Minimal Eisen. Okay. Lass den unten mal rumkriechen. Wo mache ich denn hier Federn hin? Hier, ja. Glaube ich. So, mein Messer. Das muss noch weg. Und das kann hier noch dazu. So. Dann habe ich alles aussortiert und könnte mal gucken, wo es Wasser gibt. Wo gibt es denn hier in der Nähe Wasser? Da hinten ist so ein Tümpel. Und da ist die Tier 4 Fetch. So, ich gehe... Ah, da habe ich so eine Abwurfkiste hingemacht. Ich würde aber gern... Ich hätte hier so gerne eine Leiter. Den muss ich wieder einsammeln.
schon wieder so mieses Wetter. So, 17:49. Ich kann noch mal kurz gucken gehen, ob ich den hier... Oh, da steht noch einiges. So. Den haben die nicht aufgeweckt, das finde ich ja großartig. Erstaunlich. Oh, und da liegt auch noch einer. Der ist garantiert auch feral. Oh. Ja, ich bin natürlich mitten in der Innenstadt, große Stadt und Feral Sense an tagsüber. Nee, das macht es ein bisschen schwierig. Aber ich brauche ja die Punkte. Und deswegen gibt es hier auch eine Forge, weil ich nämlich das letzte Mal schon froh war, dass ich mal Pfeile nachmachen konnte. Okay. Noch eine. Kleine Wanderhorde. Ich habe irgendjemand wach gemacht. Gleich zwei. Aber so punktemäßig lohnt sich das tatsächlich. So, die Musik setzt ein, heißt das. Tatsächlich. Das heißt, da kommen noch mehr. Aus unerfindlichen Gründen müssen die da auf dem Geländer laufen. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, kommen sie von hinten. Okay. Da kommt noch einer. Ach, es lohnt sich wirklich. So, und diesmal schaue ich, ob meine Waffen geladen sind. Die muss auch mal repariert werden. Das kann ich alles seit Nacht machen. Noch mal gucken. Da war doch noch einer. Ja, der schläft auch immer noch. Sehr, sehr schön. Er hat auf meinem Woodframe, den ich da irgendwie zurückgelassen habe, gepennt. Ja, ich kann hier tatsächlich noch mal looten. Ja, ganz praktisch. Was gibt es hier sonst noch so? Vielleicht noch Kaffee? 19 Uhr, sagt mir das Geräusch. Okay. Ich hätte gar keinen Kochtopf mitnehmen müssen. Da war tatsächlich noch einer dabei. So, das habe ich alles. Oh, Bücherregal. Und nix drin. Gammeliges Fleisch. Naja, kann nicht immer ein Volltreffer sein. So, geht's hier? Wo? Hier waren bestimmt noch irgendwo... Irgendwas war hier bestimmt noch. Da ist noch ein Pfeil von mir. Das kenne ich schon. Hatte erst überlegt, das alles zuzumachen. Aber natürlich haben sie es mir wieder aufgekloppt. Das, und ich habe hier ja keine... Ah, da steht doch... Oh. Au! Oh, ein Spider! Au, au, au! Ich dachte, Wunder, wo der herkommt. So. Und Level up. Jawohl. Was mache ich denn jetzt mit dem? Anpieken natürlich. Natürlich rennt der.
Nee, rennt gar nicht. Mal gucken, ob er der Einzige war. Sieht so aus. Ich glaube, da hinter der Tür gibt es noch Zombies. Wie spät ist es? 19, ne? Ich mache mal das hier weg. Dann kann ich nämlich nächstes Mal einen Headshot machen. Und hab dieses Problem nicht. Nee, hier ist... Hier ist keiner. Tür wieder zu. Weiß nicht, warum ich da Hochframes drin hatte. Vielleicht, um die zu bremsen. So, hier noch kurz reingucken. Was, nix? So, ich habe es jetzt nicht mehr bis zum Tümpel geschafft. Aber habe hier ein bisschen Wasser gefunden. Ah, sogar ein gekochtes. Da war ich schon drin. So, dann kann ich gleich oben noch mal gucken, was ich alles habe. Ich höre schon wieder die nächsten Zombies. Nee, habe ich mir noch eingebildet. So, dann gehe ich mal kurz hier nach oben. Stell mich unter, es regnet nämlich schon wieder. Sehr unangenehm. Ich glaube, deswegen hatte ich mein Dach gemacht, weil es immer geregnet hat. Hier. So. Sehr viel besser. Und lasst es für heute erstmal gut sein. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.